Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und in diesem Video möchte ich die Huawei FreeBuds 3 auspacken, die weltweit ersten ANC in ihr Kopfhörer mit einem offenen Design, die Huawei vor kurzem released hat, und ich habe mir das Ganze nicht nehmen lassen und habe hier jetzt die Huawei FreeBuds 3 und möchte sie euch jetzt erst einmal in einem Unboxing präsentieren. Gut, packen wir sie mal aus. So sehen sie aus in der Verpackung. Und wir müssen das hier auf schneiden, haben dann die Möglichkeit, dass ich das richtig gemacht habe, die Plastikfolie abzureißen, und dann präsentieren die sich recht schön, indem man hier einfach das in der Lasche zieht. Und ja, dann haben wir es eigentlich schon aufgemacht. Dann kann man es eigentlich aufpacken wie ein Buch. Und da drin finden wir die Ladeschale mit den Headphones, gehe ich mal von aus. Und in der Lasche festgemacht. Kann man das mal abziehen. Hier ebenfalls. Da haben wir ein Huawei-Logo. Und hier drin befinden sich dann die Kopfhörer. Die Kopfhörer selbst verfügen neben dem ja quasi ins Ohr reinstecken Design, aber nicht in den Ohrkanal reinstecken Design, also einfach als Ohraufsatz im Grunde genommen, verfügen sie natürlich hier, wie man sehen kann, um einen Hauptlautsprecher. Hier auch nochmal eine Öffnung plus einen Sensor, der erkennt, ob sie im Ohr drin sitzen. Und einem Design, das ja Huawei nennt es Dolphin-Design, das so ein bisschen einem Delfin angenähert ist. Das ist jetzt die schwarze Variante, es gibt auch noch eine weiße Variante. Und hier unten sehen wir die Ladeschale sowie die Öffnungen für das Mikrofon. Und das Mikrofon soll besonders gut gegen Rauschen oder Windgeräusche gewappnet sein und eine gute Qualität liefern. Das werden wir uns am Ende auch nochmal anhören, ob das tatsächlich stimmt. Das also die FreeBuds 3 selber vom Design her, also sitzen sie einfach nur im Ohr und umschließen das im Ohr, den Ohrkanal nicht, wie es eventuell zum Beispiel die FreeBuds Lite machen oder die erste FreeBuds Generation macht. Die Kopfhörer halten, wenn man sie aus dem Ladecase raussteckt, etwa 4 Stunden und mit dem Ladecase zusammen 20 Stunden. Das heißt, ich kann sie noch ein paar Mal im Ladecase aufladen. Das Ladecase selber verfügt über die Möglichkeit des Wireless Charging. Ich kann es ja hier mal auf mein Charging Pad legen und dann seht ihr, geht die Lampe dort an, eine kleine LED, die anzeigt, dass das Ganze lädt. Das Laden geht mit 7 Watt, soweit ich das weiß, ne, 2 Watt Qi-Lading, das ist also etwas langsamer, aber für 410 mAh, die nur in diesem Ladecase drinstecken, sollte das ausreichend sein. Ansonsten kann man mit 6 Watt und USB Typ C auch noch aufladen und innerhalb von einer Stunde hat man im Grunde genommen das Ganze aufgeladen. Und das ist ja dann auch eine tolle Geschichte. Bluetooth 5.1 ist mit dabei. Für die Leute, die das interessiert, eines der wenigen Geräte, die das auch machen kann. Ansonsten kann man natürlich das Gerät als OpenFit-Gerät auch noch wunderbar in jedes Ohr reinpassen. Und es hat einen neuen Kirin A1-Chip drin, der soll sehr besonders in Sachen Bluetooth-Verbindungen sein und soll dort für ganz, ganz kurze Verzögerungszeiten, was die Verbindung angeht, nur sorgen. Und gerade in Verbindung mit einem Huawei-Gerät soll es die beste Soundqualität liefern. Ansonsten gibt es hier noch etwas, gehe ich mal von aus. Wie kommt man da dran? Man muss es aber hier rausholen, irgendwie. Gehen wir davon aus, es ist ein USB-Typ-C-Ladekabel. Die FreeBuds 3 lassen sich aber auch mit, man kann es hier auch rausholen, das ist einfach der Schaumstoff, wo es drin steckte. Und hier sehen wir auch schon einen Hinweis auf die Huawei AI Live App, die man herunterladen muss, um die FreeBuds zu steuern. Und
hier ist noch ein bisschen was an Code-Dönse. Hier sind, glaube ich, noch ein paar Infos in Sachen Garantie und Anleitung. Also eine kleine Lektüre. Und hier drin sollten dann die hier sollte der USB-Typ-C-Kabel sein. Genau, ein Netzteil gibt es nicht. USB-Typ-C. Ihr seht, das ist dieser weiße Kabel mit weißem Innenleben auf dem Stecker. Das heißt, er kann nicht zum Schnellladen wahrscheinlich benutzt werden. Eventuell, falls ihr noch ein USB-C-Ladegerät für das Supercharge haben wollt von Huawei, dann geht das damit nicht. Ja, das war's im Grunde genommen schon für das Unboxing. Fast, würde ich mal sagen, weil das Unboxing selber wäre ja ein bisschen was langweilig, wenn wir die nicht jetzt auch mal anschließen würden und benutzen würden. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall auch machen. So, und jetzt wollen wir das Ganze auch pairen. Ich habe hier mein Mate 30 Pro auch schon angemacht und mache dann jetzt die Huawei FreeBuds 3 auf. Und wenn ich alles richtig mache, müsste jetzt eigentlich gleich das Pairen beginnen, was es allerdings nicht macht. Gucken wir mal unter Bluetooth nach und schauen wir mal, ob ich es dort finde. Ich halte es mal ein bisschen so, damit man nicht alle Bluetooth-Geräte in der Nähe sehen kann. Eigentlich müsste es jetzt sofort funktionieren. Ich sehe aber jetzt hier nichts, dass was aufblinkt oder aufpoppt. Und ein Button müsste ja eigentlich auch irgendwo versteckt sein, den man drücken kann fürs Pairen irgendwo. Aber das ist auf dieser glatten Oberfläche wirklich schwer zu sehen und zu erkennen. Hier ist was. Das kann man drücken. Mal auf und halten es gedrückt. Sehen wir jetzt auch blinken. Ah, und da sehen wir auch noch mal Huawei FreeBuds 3 verbinden und verbinden. Und da sehen wir hier 45% links und rechts aufgeladen und die Ladestelle Schale 55% für die Leute, die es sehen können. Hier noch mal. Und da kann ich sagen, okay. Und dann kann ich es rausnehmen und auch schon benutzen. Das ist jetzt die linke Seite, gehe ich mal von aus. Und das ist die rechte Seite. Und jetzt wollen wir versuchen, doppeltippen auf den rechten Hörer. Und das sollte mir jetzt Musik abspielen. Schauen wir mal unter Bluetooth. Ja, FreeBuds 3 sind verbunden. Und tatsächlich wird hier gerade was abgespielt. Britney Spears Lucky in dem Fall. Aber es funktioniert. Das soll es auch schon gewesen sein für dieses kleine Unboxing der FreeBuds 3. Und fürs Einrichten habt ihr mal gesehen, wie das funktioniert. Also ist wirklich ein versteckter Button an der Seite. Hier an der Seite. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da ist ein Button versteckt. Und wenn man den drückt, kann man das Ganze pairen, wahrscheinlich auch mit anderen Geräten, wie beispielsweise hier meinem Sony Xperia 10 Plus oder anderen Android, Safe Shares oder iOS-Geräten.